Hallo und herzlich willkommen im SattKing Channel. Heute stellen wir euch die sehr günstige Red Eagle Dynamic SattBox vor. Die Box kann IPTV, ist aber keine Linux-Box. Im Paket ist eine Bedienungsanleitung, das Stromkabel, Batterien für die Fernbedienung und die schöne kleine Fernbedienung, die super in der Hand liegt, selbst. Die Red Eagle Dynamic Box hat vorne eine ganze Reihe von Bedienelementen, die sich leicht bedienen lassen. Neben dem Standby-Knopf lässt sich die Lautstärke regeln, ins Menü gelangen und das Programm wechseln. Hinter der Klappe verbirgt sich ein Kartenschacht. Kommen wir zu der, wie immer, interessantesten Ansicht der Rückseite. Hier befindet sich ein RS-232-Anschluss zum Programmieren der Box. Ein LNB-In- und ein Out-Ausgang. An den Fernseher anschließen könnt ihr die Box wahlweise mit HDMI, SCART oder Video-Cinch-Anschluss. Ins Internet gelangt ihr über die Netzwerkbuchse. Unser Fazit: Die Red Eagle Dynamic Full HD Box ist ein Einsteigermodell mit trotzdem vielen Einstellungsmöglichkeiten und Features wie zum Beispiel IPTV, einem YouTube-Schnellzugang, DLNA, Radio, Google Maps. Dazu gibt es weitere Dienste wie Vimeo, Dailymotion, Cartina TV und einiges mehr. Der momentane Verkaufspreis liegt bei 59 Euro und dafür bekommt man eine Menge Features inklusive. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Fragen und einem Abo. Euer SattKing Team.